Vulva-Rocks. Ich habe schon meinen Sportanzug an, damit ich mit den Girls, mit den Ladies, mit den Mädels Volleyball spielen kann. Hi, mein Name ist Petra. Ich bin 41 Jahre alt und mir ist wichtig, dass die Frau an meiner Seite weiß, was sie will. Sie sollte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass man mir auch die Gelegenheit gegeben hat, andere Menschen kennenzulernen, weil normalerweise, jetzt werde ich doch ganz nervös. Könnt ihr mir vielleicht doch noch mal mein Puder geben? Ja, nee, darf ich nicht haben. Normalerweise sieht mein Tag ja immer so aus, dass ich aufstehe und dann im Prospekt schaue, was es denn so gibt. Jetzt darf ich auch mitreisen und ja, im Fernsehen sein. Ach so, es geht schon los, oder was? Okay, also mein Name ist Chaya Franny, so habe ich mich genannt, das ist mein Künstlername, weil ich will DJ werden. Das sieht man, glaube ich, ganz gut an den Kopfhörern und so an der ganzen Gestalt von mir. Das ist nicht, das ist kein Mikrofon, das brauche ich immer, wenn ich ein bisschen nervös bin. Sie sollte selbstbewusst sein, einen Führerschein besitzen, sie sollte eine Ausbildung abgeschlossen haben. Sie sollte mindestens 3000 Euro im Monat verdienen. Ich werde für sie nicht bezahlen. Sie sollte keine Brille tragen. Ich glaube, das war's. Zu alt soll ich sein? Also, ich dachte, hier geht die Party mit den Mädels. Oh. Jetzt habe ich mich extra ein bisschen hübsch gemacht, weil ich mir dachte, mal wieder so eine Frau kennenzulernen. Normalerweise ist man halt noch auf Lesarien unterwegs. Aber darauf habe ich halt auch keine Lust mehr, gell? Da dachte ich, so eine Show wäre ganz nett. Aber ich scheine anscheinend zu alt zu sein dafür. Ja gut, dann gehe ich wieder auf Lesarion. Hi, ich bin die Susanne. Ich freue mich richtig hier zu sein. Auch wenn ich nicht aussehe wie eine Lesbe, bin ich eine. Und man sagt auch nicht Lesbe, sondern man sagt eigentlich lesbische Frauen. Und ich gehöre zu den lesbischen Frauen. Ja, man sagt auch queer oder gay oder. Genau, habt ihr ein bisschen die Kamera zurück gemacht? Mama hat die Mütze nicht gesehen. Das ist eine gute Mütze, ey. Die habe ich gekauft. Aber das ist jetzt nicht Thema. Gell? Oh, da ruft jemand an. TJ, was willst du? Ich kann gerade nicht. Schönen Urlaub, geht, tschüss. Ach so, das war mein. Test. Der ist nicht mehr dran. Okay, genau, das war mein Freund, aber das läuft gerade nicht so gut mit uns. Manchmal gab es so, weißt du, so ein bisschen Ding. Badewanne und so. Da war wieder schön. Da hat er schöne Worte benutzt und so. Irgendwo hat er die gelesen, bestimmt. Aber auf jeden Fall hat mir mal ein weisen Mensch gesagt, also so, wenn jemand was sagt zu einem und das sind gute Worte, so, hat die Person zu mir gesagt, du musst darauf achten, wenn jemand das sagt und dann aber auch macht, gell? Also nicht nur sagen, laber, sondern auch wirklich die Sachen machen, so, weil der sagt immer, was machen Sachen, aber okay, schon, das ist überhaupt gar nicht Thema, gell? Also, genau, mein Name ist Chaya Franny, habe ich schon gesagt, gell, und ich freue mich richtig auf die Mädels. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft, gell, mit den Mädels, weil ich habe immer nur ein Ding. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die miteinander schlafen, aber das können die mir alles erzählen, gell. Ich bin da voll offen für. Und genau, ihr könnt meinen Kanal abonnieren, gell, das ist mit so einem Hund. Da zeige ich immer ganz tolle Musik, guten Stellen und so. Ach so, die brauche ich dann nicht mehr. Pfefferspray brauche ich dann nicht mehr dort. Ach so, weil es nur Frauen sind. Okay, alles klar.